Ja, gucken wir uns mal irgendwie so ein paar Sachen an. Stack, da haben wir die Operation Push und Pop. Kann man immer so schön aufmalen. Wir haben irgendwie so einen Stapel, ja, und irgendwie Push legt hier oben drauf und Pop nimmt halt irgendwie das oberste Element wieder runter. Bei dem Stack ist es Last In, First Out, LIFO. Gucken wir einfach mal an, was passiert, wenn wir das Ganze mit dem Stack verwalten. Wir fangen wieder hier oben an. Ich male mal mehrere Stacks. So, das ist der erste Stack. Den bearbeite ich. Den nehme ich wieder raus. Dann schreibe ich rein die Nachfolger. Das heißt, der nächste Stack, der entstehen würde, wäre GL1 und GL2. Ne? Die schreibe ich auf den Stack drauf. Jetzt nehme ich als nächstes aber den zuletzt hinzugefügten raus. Das heißt, der nächste Stack, der entstehen würde, wäre der hier. GL1 steht ja immer noch unten. G2 nehme ich raus und schreibe dafür seine Nachfolger rein. A3, A4. Das heißt, ich habe erstmal den gemacht, dann den gemacht. Und wen würde ich jetzt als nächstes bearbeiten? Genau, dann würde ich die A4 runternehmen. Das heißt, wir hätten dann sozusagen als Zwischenstand GL1, A3. Als nächstes würde ich bearbeiten den. Der wird auch abgebaut. Dann laufe ich zu dem rüber. Da habe ich dann sozusagen zwischenzeitlich den leeren Stack, wenn ich dabei bin. Und packe dann aber A1 und A2 drauf. Bearbeite zuerst A2 und dann A1. Weil das jetzt nur irgendwie hier Tiefe 2 hat, sieht man es nicht so richtig. Aber wenn ich hier jetzt noch weitere hätte, ich würde hier ganz schön runterlaufen. Und darum schimpft sich das Ganze Tiefensuche oder Tiefendurchlauf. Im Prinzip genau das gleiche Vorgehen. Ich laufe einmal hier durch meine Baumstruktur. Und wenn ich jetzt beispielsweise, das machen wir später nochmal, wenn wir so eine Graphstruktur haben oder auch so eine Baumstruktur haben und systematisch alle Knoten bearbeiten wollen, dann müssen wir es ja irgendwie organisieren. Also das haben wir ja hier auch gemacht. Wir haben letztendlich den Stack und die Queue genutzt, um den vollständigen Durchlauf durch diese Baumstruktur, durch dieses Organigramm zu organisieren. Und bei dem Stack laufen wir halt in die Tiefe. Ja, und gucken wir uns die mal irgendwie an. Jetzt mit Operationen und dann Axiomen. Stack T ist quasi ein Objekt, die wir mit Hilfe eines Stacks verwalten wollen und ist die Menge der Stacks von Elementen dieses Typs. Wir brauchen eigentlich diese Operation, um einen Stack zu erzeugen, um zu überprüfen, ob ein Stack leer ist oder nicht. Und wir brauchen irgendwie typischerweise einmal die Möglichkeit, ein neues Element zu erzeugen und ein Element runterzunehmen. Ja, dabei darf das Ding halt nicht leer sein. Ja, und wenn wir Pop auf den Stack anwenden, kommt wieder ein Stack raus. Und wenn wir das oberste Element haben wollen, nur sozusagen das Element, aber das nicht löschen möchten, dann kriegen wir halt ein Element T raus. Und die Funktionalität ist eigentlich durch diese Axiome hier beschrieben. Durch Create wird ein leerer Stack erzeugt. Darum liefert Empty von Create den Wert True. Und Empty angewandt auf einen definitiv nicht leeren Stack liefert False. Denn wenn ich mit Push Element X auf den Stack draufpacke, dann ist der nicht leer. Pop und Push heben sich auf. Und das oberste Element eines Stacks, auf den zuletzt das X eingefügt wurde, ist halt gerade dieses X. Damit ist er eigentlich vollständig beschrieben. Ohne uns jetzt darum zu kümmern, wie das Ding realisiert ist. Weil dafür gibt es jetzt eine Vielzahl von Möglichkeiten. Und wenn wir jetzt sozusagen die Forderung hätten nach einem Datentyp, den wir für irgendeine Implementierung brauchen, und Sie müssten das Ganze spezifizieren und geben das nach Indien, um das da implementieren zu lassen, dann würden Sie das irgendwie vorgeben oder könnten das vorgeben in so einer Art und Weise. Ja, und dann kommt zurück ein Stückchen Code, was genau das dann leistet. Darum geht es uns ja, dass wie wir sozusagen Sachen dann irgendwie beschreiben können. Ja, und nur zur Vereinfachung hier, so ein paar Abkürzungen. Ich kann halt auch mit einer Operation dann quasi mehrere Elemente da drauf packen. Das ist einfach so eine Hintereinanderkettung dieser Elemente. Push von gar nichts auf den Stack, das liefert halt diesen Stack. Oder wenn das hier irgendwie eine Folge ist, in der falschen Reihenfolge beispielsweise, dann geht das halt auch nicht. So, und wenn ich das Ganze irgendwie mal auflöse, was kommt hier raus? Was passiert hier? Was ist das Ergebnis von dem Dingen? Von dem ersten Aufruf, von dem inneren Aufruf. Ich muss es von innen nach außen lesen. Erstmal muss ich das Innerste finden. Muss mich da in diesen Klammern orientieren. Hier entsteht ein Stack mit einem Element drin, und zwar genau der 4. Das poppe ich hier genau wieder runter. Dann habe ich einen leeren Stack. Dann schreibe ich eine 3 drauf. Dann schreibe ich eine 2 drauf. Und dann greife ich auf das oberste Element zu. Das heißt, da kommt eine 2 raus. So, was kommt hier raus? Ich kann nur rausbekommen, ob es true oder false ist, weil das sozusagen der äußerste Aufruf ist. Und empty war gefragt, oder ist eine Funktion, die einen booleschen Wert liefert. False kommt da raus. Warum kommt da false raus? Da erzeugen wir einen Stack mit nur der 1. Dann schreiben wir noch eine 2 drauf. Dann machen wir die 2 wieder weg. Und das Ding ist nicht leer. Ja, und jetzt gucken wir uns mal an, wie wir das ganze Ding implementieren. So, Sie sollen das jetzt in C implementieren. Oder in C++ oder in was auch immer.
Sie sollen sozusagen diesen, was haben sie da? Die haben irgendwie Felder zur Verfügung, sie haben irgendwie Zeiger zur Verfügung. So in einem Standardwerkzeug haben sie erstmal keinen Stack zur Verfügung, ne? Beispielsweise mit dem Array. Könnten sie das noch irgendwie machen? Theoretisch ging das auch mit einer Liste, ne? Also mit beiden können wir es sicherlich machen. Also Realisierung als Feld. Und zwar irgendwie von 1 bis n. Das heißt, ich kann n Elemente auf meinen Stack draufpacken. Top von A verweist auf zuletzt eingefügtes Element. Also ist irgendwie so eine Hilfsvariable. A von 1 ist das unterste Element. Und A von Top von A ist das oberste Element. Erzeugen tun wir das Ding, indem wir einfach Top von A auf 0 setzen. Das können wir dann auch überprüfen. Wenn wir uns den Wert angucken, if Top von A gleich 0, dann liefern wir True zurück und ansonsten False. Irgendwie ganz einfach. Und Push müssen wir natürlich zunächst die Länge überprüfen. Haben wir noch Platz? Bis maximal n Elemente können wir aufnehmen. Müssen wir uns einfach nur den Wert von Top von A anschauen. Wenn er noch innerhalb meiner Größe ist, dann können wir noch was reinpacken, sonst nicht. Und ansonsten setzen wir ihn einfach um einen hoch, dieses Top von A, und schreiben das an die entsprechende Stelle rein, das einzufügende Element. Auch nicht weiter schwer. Ja, hier steht jetzt irgendwie was drin und hier steht jetzt irgendwie was drin. Und wenn ich jetzt beispielsweise neues Element eintragen möchte mit dem Push, ja, dann würde ich das sozusagen einfach umbiegen hier. Der geht dann irgendwie hier hin und dann steht hier auch irgendwie was drin. Das wäre genau dieses X, was ich dann da reinschreibe. Ja. Das wäre also die Realisierung von dem Stack mit Hilfe eines Feldes. Pop A, holen wir uns das oberste Element raus. Auch da müssen wir erstmal prüfen, ob das Ding leer ist. Ja, und wenn das nicht der Fall ist, dann reduzieren wir sozusagen den Zeiger auf das oberste Element und liefern das dann entsprechend zurück. Das letzte, Top von A, auch da müssen wir prüfen, ob das Ding leer ist. Und ansonsten liefern das einfach zurück. Wie viel Aufwand haben wir da aufgewendet für jede Operation? O von 1 für alle Operationen. Unabhängig, das heißt jetzt unabhängig von der Anzahl der Elemente in dem Stack. Ne? Wir konnten immer direkt drauf zugreifen.